dann herzlich willkommen zum Talk des heutigen Abends. Wir beschäftigen uns jetzt mit dem Urheberrecht. Und einigen von uns dürfte das schon bekannt sein als eine tragische Geschichte voller Irrungen und Wirrungen. Ich selber bin Anwältin für IT-Recht und habe deswegen in schöner Regelmäßigkeit das zweifelhafte Vergnügen, solche Fälle bearbeiten zu dürfen, bei denen teilweise nur ein einziges Foto aus dem Internet kopiert wurde und daraufhin eine Forderung von Tausenden von Euro Schadensersatz und Anwaltskosten kam. Also ein Gesetz, das eigentlich dringend reformbedürftig ist und von dem man meinen könnte, dass es nicht noch viel schlimmer geht. Spoiler, es geht noch viel schlimmer. Denn in Frankreich wurde das Ganze noch verschärft durch die Einführung einer Behörde, die die Urheberrechte durchsetzen sollte, die ADOPI. Und über diese Behörde wird uns jetzt Garfield Airlinesnet einiges näher erzählen. Er ist selbst Franzose, französischer Steuerzahler. Ihm blutet das Herz, wenn er an die ADOPI denkt. Und den Rest der tragischen Geschichte erzählt er euch am besten selbst. Viel Spaß beim Talk. Merci beaucoup. So, bonsoir Publik. Au Menü dieser Abend, ich mache ausnahmsweise dieser Talk in Deutsch. Das ist meine dritte Sprache. Das wird desto lustiger. Die ADOPI oder ganz genau die Haute Autorité pour la Diffusion des œuvres et la Protection des Droits sur Internet. Oder in Deutsch die Hohe Behörde für die Verbreitung von Werken und den Schutz von Rechten im Internet. Spannend. Aber zuerst, ich muss sagen, nein, ich war das nicht. Ich habe nicht dieser Server abgefackelt in Straßburg. Wenn ihr mich kennt von den Token, den Gulasch-Programmieren-Nacht, bitte OVH, ja, das war nur 2,2 Kilometer entfernt. Und ich habe es gerade vor 3 Tagen gesagt, nee, Servers brennen nicht jede 2 Monate in Frankreich. Ja, okay, na gut. So, Überraschung nicht, mein Talk hat sehr viele Sachen in Französisch. Und ja, Französisch, Zeitverschwendung, aber Gott sei Dank, ich bin da und ich kann das alles übersetzen. So, diese ganze Geschichte hat in 2005 begonnen. Es gab kein TikTok. Es gab gerade da Facebook ein kleines bisschen. Und die Artikel und Quellen, die ich online gefunden habe, waren manchmal so alt, ich hatte da Linkrot. Und ich musste auf Wayback Archive die URLs suchen und ja, finden, um Screenshots zu machen. So, das alles hat in 2005 angefangen. Also der Artikel von Libération ist von 2008. Aber was ist passiert ist, alles war auf Peer-to-Peer. Du hast dein letztes Rayana auf Peer-to-Peer runtergeladen. Also E-Mail, Idonki, Casa, ja, 2000. Und da hatte jemand ein Problem mit der Justice, weil er hat etwas runtergeladen. Und ja, das war ziemlich illegal, aber den Tribunal, also den Gericht, hat gesagt, ja, die IP-Adresse ist eine persönliche Datei und man kann nicht einfach so auf Internet hören und die Leute klagen. So, der Kerl hatte viel Glück. Aber danach kam die Idee von die SACEM und andere, es ist die GEMA, aber in Französisch, genauso scheiße, 10.000 Medien zu überwachen und jeder Tag 10% zu rollen. Wenn du 50 Lieder erteilst, hast du eine Warnung von 51 bis 409, hast du Advanced Profiling, über 500 gehst du ins Gericht und 1.000 ein kriminelles Gericht. Aber die CNIL, das ist die Behörde für Datenschutz, hat Nein gesagt, weil es nicht proportionell. Aber die wollten wirklich ein Gesetz. So, die haben zuerst DAVCI inventiert. Und kurz gesagt, was wichtigste war, war den Artikel 24, dass Peer-to-Peer
ist nicht ein Fälschungsdelikt, aber es ist einfach bestraft mit einem Bußgeld. Aber den Conseil constitutionnel, den Verfassungsgerichtshof, hat Nein gesagt. Du kannst nicht einen Unterschied machen zwischen einer Peer-to-Peer-Datei und was du auf einem Blog hast, zum Beispiel, ja, damals Blogger oder ich weiß nicht, was für Blogs hatten wir damals, LiveJournal. Also, ja, es ist unfair, wenn es auf einem Blog ist, du bekommst 3 Jahre Knast und 300.000 Euro Strafgeld und mit DAFSI und P2P bekommst du nur ein kleines Strafgeld. Das ist unfair. So, der Plan war, ein oder mehrere E-Mail, um zu warnen. Dann, ja, deine Geschwindigkeit auf Internet zu drosseln, dass du nicht so viel runterlädst. Dann, ja, dein Internet kaputt zu machen, für eine bestimmte Zeit. Und am Ende, wenn du wirklich, wirklich böse warst, würde deine ISP-Leitung einfach gekündigt. Aber wie gesagt, das könnte nur möglich sein auf Peer-to-Peer. Was passiert dann? Ah ja, hab's vergessen. Für den Gericht, für Kriminalgericht auch wegen dieser 3 Konditionen. Wenn du online, wenn du den, wie heißt das schon wieder? Wenn du den Erster war, dass du hochlädst, oder wenn du zu viel hochlädst, dann gehst du nicht in ein normales Gericht, aber direkt ins kriminelles Gericht. Ja? So, dann kam Hadoop. Die Idee kam nicht von die SACEM, also die Musiklobby, aber von die Kinolobby. So, ja, der Name. Es ist auch bekannt als Loi Olivienne. Mehr dazu später. So, so die Accord de l'Elysée. Die Inspiration kam eigentlich von DAFSI, wie gesagt, um eine proportionelle Strafe zu geben. Und wie, also das Problem war, du kannst nicht gestraft sein, weil du Peer-to-Peer benutzt und die IP-Adresse ist persönlich und man kann nicht direkt eine Person sagen, du bist schuld. So, was war die Idee? Die Idee war dann, du hast nicht genug deine Internetleitung geschützt. Ja, also zum Beispiel, das kommt öfter später, dein Wi-Fi-Passwort ist schlecht. So, das kam alles von den Denis Olivien, der war ein CEO von Canal+, also Satellit-TV in 2000, dann 2003 war er den CEO von La Fnac. La Fnac ist ein Commerce, wo man Bücher, CD, DVDs und so weiter kaufen kann. Und etwas spannend, in 2007, der Sohn von Nicolas Sarkozy, also Pierre, hat ein Praktikum in die Fnac unter einer falschen Identität. Ja, Freunde unter sich halt. Und gleichzeitig hat der den Rapport Olivienne geschrieben für Christine Albanel, die Ministerin für Kultur. So dann, was war auf dem Menü? Die wollten in den Parlament gehen und haben gesagt, ja, die bösen Piraten, das ist dringend. Die haben den Teil von DAFSI benutzt mit automatischer Kontrolle eingefügt. Und die Idee von dem Kulturministerium war 10.000 E-Mails, 3.000 Briefe, und 1000 Internetverbindungen, die ausgemacht waren, für 3 bis 12 Monate. Und das alles jeden Tag. Und natürlich kam da das Problem von den ITler und Co. Ah ja, wie willst du deine Internetverbindung sicher machen? Und dann kam das Ministerium für Kultur und sagt, ach, das
das ist nicht so schlimm. Es ist nicht wie, wenn man dir deinen Führerschein entnimmt oder so. Das ist nur intern zu Hause. So schlimm ist das nicht. Und dann kamen ein paar Perlen aus dem Parlament. Wie zum Beispiel auf Edonkey 60% von Dateien sind von Asterix aux Jeux Olympiques und 45% von Bienvenue chez ST sind eigentlich Porn. Okay. Du brauchst kein Nicht-Internet zu Hause. Du kannst einfach bei einem Nachbar gehen oder so ein Cybercafé. Ja, okay. Oder um ein Recht auf die Internetverbindung zu geben, ist ein bisschen einfach. Wenn du daneben die Recht einfach alles zu runterladen hast, finde ich unfair. Ja, okay. Es gab noch mehr. Wie zum Beispiel den OpenOffice Firewall. Ja, wie kannst du deinen Laptop sichern oder deinen Rechner? Du hast OpenOffice und das hat ein Firewall. Ja, okay. Beweis nach die Festplatte. Also die Idee war halt, du musst deine Festplatte schicken an die HDP und dann müssen die sehen, ob es kein MP3 gibt. Obwohl es nicht in dem Gesetz war. Oder die HDP ist keine Antenne von der Gestapo. Ja, das haben die in den Parlament gesagt. Oder, ach komm, Internet für einen Monat, das ist noch 7 €. Ja, wenn es nur um Geld geht. Aber ja, natürlich, das Gesetz war ziemlich unpopulär. So, dafür hat die Regierung ein tolles Propaganda-Website erstellt. J'aime les artistes. Ja, das alles ist Flash. Ja, das ist 2000, wann war das genau? 2008? Ja, Flash. Es war einfach so damals. Ja. Und dann hatte die natürlich ein DDoS gefressen. Das Ministerium für Kultur hat gesagt, ja, die können einfach kommen. Die Website hatte 4 Attacke letzte Nacht und die Nacht nachher hatte die einfach einen DDoS gefressen. Übrigens, die Website hat 50.000 bis 85.000 Euro gekostet. PushyTop, den Hoster, hatte einfach keinen Bock mehr und hat gefragt, ja, kann jemand anders das hosten, weil scheiße. Und ja, die haben übrigens die Domäne nur für ein Jahr und dann die nette Boys von La Quadrature du Net haben einfach die Domain geklaut und haben Gegenpropaganda gemacht. Ihr kennt den Quadratierhaus auf den Kongress? Ja, es sind diese nette Boys. Grüße gehen raus. Und übrigens, ich habe gesagt, ja, Open Office, dann Firewall. Ja, jemand hat es tatsächlich gemacht. So, du könntest da in die Tabellen, die Paketstrops sehen und Co. Das war ziemlich lustig. Natürlich musst du es ein Nerd machen. Danach, es war, wie gesagt, die Assemblée Nationale und es muss gewählt werden. Und da habe ich ein Video. Ich hoffe, es funktioniert. Es ist leider in Französisch. Tut mir leid. Nicht. Ich habe keinen Ton. Natürlich. Sollte, habe ich gerade vorher geprüft. Habt ihr nichts? Könnt ihr kurz Pause-Seite? Ja, okay, sonst kann ich ohne Ton machen, das ist nicht schlimm, es ist eh in Französisch. So, wie ihr seht, die Assemblée Nationale ist ziemlich leer
Und ich weiß nicht, ob es in den Potato-Qualität hier sehen kann, aber es gibt da den Coup du Rideau. So, es gab die Gegenpartei, so damals die Sozialisten, die kamen auf die Seite von den Parlament und sie sind in die letzten Sekunden gekommen, um die Majorität an diesem Zeitpunkt zu haben, um den Gesetz zu ablehnen. Und das war ziemlich peinlich für die Regierung natürlich. Ja, so, was ist das Ergebnis? Dieses großes, fettes Text in Französisch. Noch wieder, es tut mir leid, nicht. Die Idee daher ist, weil man nicht jemand strafen kann, weil der Rayana auf Peer-to-Peer geteilt hat, sagt man, seine Internetverbindung ist nicht sicher, weil der copyrighted Dateien verteilt. Und für das ist alles erklärt. So, dann endlich au Menü. Ein erster E-Mail, um zu sagen, du warst ein böser Mensch. Und dann ein Brief mit Signatur, um wirklich zu sagen, du warst ein böser Mensch, bitte stopp. Und dann ist dein Internet weg von 1 bis 3 Monaten. Aber irgendwie, weil es Triple Play gab mit TV, Telefon und Internet, den Telefon muss immer noch funktionieren. Ja, den Fernseher auch. Und irgendwie musst du auch deine E-Mails lesen. Ja, wie machst du das? Ja. Aber, der Conseil Constitutionnel hat Nein gesagt, weil Freedom of Speech, Entschuldigung, ist essentiell in einer Demokratie. Und heutzutage, also 2009 schon, ist Internet und elektronische Kommunikation ein wichtiger Teil von der Gesellschaft und man kann nicht einfach so den Internet wegnehmen von jemand nur wegen Copyright-Zahlen. Und übrigens, das ist ein Verstoß der Unschuldvermutung, weil, naja, das kam von einer Behörde und nicht von einem Gericht. Und du musst da kommen und sagen, ja, ich war es eigentlich nicht, ich habe keine Ahnung. Und so, das war gekippt. So, am Ende gab es nur ein E-Mail und ein Brief. Ah, toll. Tja, dumm. So, wegen dieser Fiasko haben die Hadoop 2 erstellt. Diesmal kommt es zu einem Polizeigericht. Ich weiß nicht, was es ist in Deutschland. Gibt's gar nicht. Ja, also Small Case Court oder etwas so. Es war schon wieder zu dem Verfassungsgerichtshof und die haben gesagt, ja, es ist okay, außer also 2, 3 kleine Dinge an der Rande, so geht. So, jetzt, diesmal wirklich, was gibt's? Ein erster E-Mail, dann den Brief, dann ein Monat ohne Internet und 1500 Bußgeld. So, jetzt wirklich, wirklich, was ist der Plan? Also inzwischen ist es seit 2020, ach komm, mehr dazu später. Zuerst da unten, das ist Trident Media Guard. Das ist eine private Firma, die ihre Rayana oder ich weiß nicht, Michel Sardou auf Peer-to-Peer überprüft und sagt, diese IP-Adresse, das ist schlecht. Das geht nachher nach oben zu den ISP und der muss die IP-Adresse sagen. Dann gibt es den ersten, dann den zweiten, inzwischen sogar ein dritter Mail. Und den dritten ist natürlich mit einem Brief. Und da sagen die, ja, jetzt ist ziemlich böse. Und dann geht es an die Hadoop und die entscheidet, geht es an den Gericht oder nicht. Ganzer Programm. Und wenn ihr das nicht versteht, hat die Regierung sogar ein Kinderfilm gemacht, um euch zu sagen, wie das funktioniert. Also, ich habe leider da keinen Ton, aber es ist eh in Französisch. Und da sagt, oh nein, die armen Künstler, oh, die haben kein Geld und
ja, ich kann alles runterladen, ich bin einfach super stark. Es geht besser. Und da sagt er, ja, was machst du? Denkst du ein bisschen an den Künstler und so? Und es ist genau wegen Leuten wie du, dass ich existiere. Es geht noch besser. Und zuerst bekommst du ein E-Mail, das ich in meinen Spam legt, weil ich bin zu stark. Und dann bekommst du einen Brief. Dann geht es im Gericht und ja, Bußgeld und ja, ja. Und da macht der Moral, ja, Piracy ist schlecht und ja. Ja, übrigens, den Coup du Rideau, also die Video von der Assemblée Nationale vorher, ihr habt bemerkt, es war ziemlich leer. Aber wenn man den Journal du 20h auf TF1 sieht, war es ziemlich voll. Ja, TF1 gehört zu Bouygues und Bouygues ist ein Freund von Nicolas Sarkozy, der Präsident damals. Die hatten da eine Strafe bekommen, weil das ist Fake News. So ja, Hadopi war ein Gesetz, die haben gestartet. So ja, La Quadrature kommt und sagt, ja, wir haben keine Angst davon. Und warum hast du keine Angst? Und die haben da so einen Generator gestartet, wie zum Beispiel mir egal oder ich mach das so gut wie gar nicht. Die haben sogar einen Contest gemacht, wer bekommt den Brief zuerst? Übrigens, die Behörde hatten ihr Büro in Rue du Texel. Und das ist sehr interessant, weil den Texel war in 1694 ein Kampf und es war ein Kampf von Jean Bart, der war ein Korsär, ja ein Pirat. Schönes Standort. Und natürlich, ja damals war es ein Ding, Anonymous, wo's her? Und um dir zu sagen, wie schlecht es ist und dass es Lösungen gibt, haben die den Label Pur erstellt, ein pures Label. Mit alles Offizielles, alles legal, wie Deezer und Co. Promotion des Usages responsables. Ja, gut. Den Website war so nützlos, eben Wayback-Maschine hatte keinen Snapshot davon. Natürlich, die Propagandamaschine hatte auch Werbung erstellt. Das war auch ziemlich cringe. Die größten Werbungsfirmen hatten den Auftrag gesehen. Es war eine sehr große Summe,
eine sehr, sehr große Summe, eine die größte Summe in dem Jahr für Werbung. Aber so gut wie keiner wollte es nehmen, weil es würde die Reputation schaden, besonders alles Richtung IT und Technologie. Ja, wenn du Werbung für das machst und die anderen sehen es sehr schlecht. Aua. Dann, die hatten da SOS Hadoopi eine Hotline erstellt, um zu für Fragen von Behörden. Es war eine Nerd-Olympiade. Ja, hallo Hadoopi. Wenn ich mein PC in einen Schrank mache und ich schließe den Schrank mit einem Schloss, ist das eine Sicherung? Ja. Ja, hallo Hadoopi. Ich habe eigentlich einen Server bei OVH, es hat nicht gebrannt damals. Bin ich da betroffen? Nein. Hm. Übrigens, ich benutze den Wireless von den Nachbar. Oder was ist eigentlich dieses Sicherheitslösung, das ihr gibt? Habt ihr da etwas, um meinen Laptop zu sichern? Welcher Firewall? Wir wissen es nicht. Es war nicht sehr hilfreich, außer zu sagen, du musst dein Wi-Fi-Passwort ändern und du musst aufpassen auf wer zu Hause Scheiße baust. Und ja, also für uns ITler ist es einfach, aber für den Kerl, der Handwerker ist und keine Ahnung hat von seinem Rechner und der nicht seine ganze Familie überwachen kann, das war einfach Scheiße. Dann sprechen wir ein kleines bisschen mehr über Tridor Media Guard. Den Administrator davon war Thierry Lhermitte. Ein Schauspieler. Und dann, wir hatten kein Öl in Frankreich, aber wir hatten Ideen. Irgendwie hatten die Patenten erstellt, um Peer-to-Peer zu drosseln oder zu stoppen. Und die Idee war, ihr kennt das vielleicht, wenn ihr ein Torrent habt, es ist verteilt in Blocks. Und die Idee war, dass Tridor Media Guard falsche Blocks gibt auf den Tracker, dass dein Download nicht fertig gehen kann. Oder einfach alles ändern und ein Bild zeigen, ja, das ist böse, sich online einfach so Dinge zu runterladen und nee, das macht man nicht, bitte nicht. Aber in die Praxis haben die das nie gemacht. Übrigens über Versicherung von Internetleitungen und Co. Ja, die waren gehackt. Pech. Torrents, IP-Adressen und so weiter. Ja, dumm gelaufen. Und wie gesagt vorher, es gab E-Mails zu schicken, man musste IP-Adressen finden und die Frage war, ja, du gehst an den ISP und du sagst, ich will wissen, wer hinter dieser IP-Adresse steckt. Und den ISP sagt, ja klar, aber das ist Arbeit für mich. Wie viel bringst du? Und nach Monaten und Monaten ist die Antwort pro IP-Adresse 65 Cent und danach 65 Cent für den E-Mail. Und weil die ISP dieses Gesetz nicht so magen, haben die angefangen, Papier zu schicken. Hier, deine IP-Adresse ist das und es ist das da, hier im Papier. Und jedes Papier war 8,5 Euro. In 2017 haben die das ein bisschen geändert und vereinbart. Für einen Block von 65.000 IP-Adressen war es 160 Euro und 18 Euro für einzelne Einfragen, aber es war viel mehr präzise. Und ja, wie gesagt, der Plan war, du musst ein offizielles Spyware auf deinen Rechner installieren und daran bist du befreit von der Hadoopi, aber ja, was soll das denn Software machen? Das geht einfach nicht. Du kannst einfach eine VM starten, das da drin stecken und gut ist. So, die Software war nie entwickelt. Es war eine
versprochen, die nie gefolgt hat. So, es gab einfach nichts. Und ein Firewall zu einsetzen war nie genug. So, ich habe gesagt, es geht ins Gesetz, also in Quatsch, in ein Gericht am Ende. Ich habe da ein paar Beispiele. Den allerersten, der hat 2 Rihanna-Songs runtergeladen. Also eigentlich seine Frau, die waren in ein Trennungsgericht. Und eine Firma ist zu Hause angekommen für 50 Euro und hat den Rechner sauber gemacht. Dann hatte der schon wieder E-Mails und Co. Der ging in die Gendarmerie und hat gesagt, ja, was soll ich machen? Und die Gendarmerie hat gesagt, ja, es ist ein U-Torrent oder Torrent oder etwas so. Der musste unterschriften, der hat nichts getan an die Gendarmerie. Und der hatte ein Firewall gekauft und hat den Rezept davon als Beweis. Aber der ist trotzdem in ein Gericht gelandet und der musste ein Bußgeld von 150 Euro zahlen. Und dann hat er gesagt, ja, dann ist es Schluss, ich würde kein Mobbing mehr haben von dieser Sadopi-Gruppe da. Ich habe keine Ahnung, was es ist. Und am Ende hat er einfach ein Passwort auf seinen Rechner eingefügt. Dann den einzigen Urteil mit 15 Tagen Internet-Urlaub. Es war den einzigen Gesetz, danach im Juli 2013, den Gesetz war zurückgezogen, weil es war natürlich technisch unmöglich. Weil, wie gesagt, TV muss funktionieren, du musst immer noch deine E-Mails sehen, Telefon muss auch funktionieren, wie machst du das, die Paketinspektion oder Co. Das geht halt nicht. Dann, ja, ich habe gar nicht über den Logo von die HDP gesprochen. Ja, dieser da, wie schön ist das? Die haben sogar ein Trademark eingefügt, aber Problem. Den Hadopi-Trademark war schon vor 6 Monaten von einem Renault Wegmann genommen. Ups. Und dann für den Logo selbst, da gab es ein Problem, weil den Font ist Bienvenue für, also es war eine Exklusivität für France Telecom und die Rechte dafür hatten die nicht. Ja, hier. Für France Telecom. Dann hatten die ein neues Logo. Wow! FS Lola für Hadopi und Bliss, also für die Font, für die Beschreibung darunter in hässliches Blau. Und dieses Mal haben wir wirklich, wirklich, wirklich für die Rechte gekauft. Am selben Morgen. Dann den Partei hinterher, der dieser Gesetz eingefügt hat, UMP, das wäre in Deutschland CDU, CSU, inzwischen ist es heutzutage Les Républicains, der Name ist anders, aber der Inhalt ist das gleiche. Die haben, also die jungen UMP, die Jungen haben da ein cringe Laptop von die Star Academy erstellt, aber die hatten keine Rechten. Die haben sogar für die Rechten gefragt. Die hatten den nicht bekommen, die haben es trotzdem gemacht. Also den UMP selbst war nicht besser. In Political Meetings haben die Kids vom MGMT benutzt, 2x und online. Die hatten die Rechte nicht dafür. Die waren fast geklagt. Und die haben ihre Fehler bemerkt und die wollten sich entschuldigen. Und als Ersatz haben die 1 Euro gegeben. Natürlich war MGMT ein bisschen wütend und am Ende haben die 30.000 Euro geblechert. Dann, wenn Nicolas Sarkozy in den Élysée war, der kennt immer noch nicht, was Copyright ist. Es gab ein Dokumentär über Nicolas Sarkozy als Präsident und die hatten 50 DVDs von Galaxy Press, den Hersteller von den Video.
Aber das reicht nicht, weil es war ein Botschaftsmeeting und es gab da circa 450 Leute. Was hat denn Elise gemacht? Einfach 400 DVDs kopieren, ohne für die Rechte dafür zu fragen. Die haben sogar den Logo von den Hersteller, also Galaxy Press, mit Service Audiovisuel de l'Elysée geändert. Tout droit réservé, also wir haben den Copyright nicht. Okay, okay, schön und gut, aber wie viel hat es mir gekostet? Ja, pro Jahr. Also eine kleine Notiz zwischen 2013 und 2017, das war dem Gouvernement von François Hollande, der hat versprochen, die H2P zu stoppen, aber das hat ein falsches Signal gegeben und der hatte da ein bisschen Peer Pressure von Lobbyisten, so den Weg in die Mitte war, den Budget zu reduzieren, dass die so gut wie nichts machen können. Und ja, wie gesagt, ab 2022 gab es eine Fusion von die CSA und die H2P. Also die CSA war die Überwachungsautorität für Fernseher. Und jetzt ist es in Arcom. Und der Plan jetzt ist, IPTV zu monitoren und zu blacklisten. Ja, ihr habt geschätzt, es ist nur ein DNS-Blacklist. Die haben auch ihre Kompetenzen weitergebreitet, wegen Online-Hate und Fake News und so weiter. Ja, und das macht insgesamt fast 100 Millionen seit dem Anfang. Und Profit dafür in Gericht? 87.000 Euro in 2020 oder ganz genau 4 Tagen Betrieb. Ja, es war sehr nützvoll für die französische Kassen. Übrigens, one more thing, wie man sagt bei Apple, wenn ihr ein Firewall zu Hause habt und Empfehlungen brauchen, ja, das sind die IP-Adressen von Trident Media Guard. Das ist eigentlich die Liste von IP-Änderungen auf die französische Wikipedia. Die haben nichts getan, aber das war nicht der Fall für den Minister de la Culture. Die haben die Seite von H2P und ein paar andere Sagen geändert. Das hat man bemerkt. Jo. Jo, 40 Minuten. Ich hab's geschafft, denke ich. Das war's von mir. Es gibt noch viel mehr zu sagen, besonders Thema ISP, wie man es behandelt hat und so weiter. Oder Private Jets fahren, aber ich hatte Angst, dass die Zeit nicht reicht. So ja, eine schöne Website, mein schönes Fediverse und da ist ein CCC-Event jetzt, habe ich auch entdeckt, 4248. So ja, das war's.